Die ersten beiden Durchgänge hat er ganz knapp verloren. Beide mit 9:11. Chen Xibin, Grenzhaus, routinierter Chinese gegen den Russen Alexei Smirnov. Im zweiten Durchgang mit ganz viel Pech. Zwei Netzroller, die letzten beiden Punkte für Smirnov. Einer davon absolut tödlich. Die Frage, wie steckt er das weg? Routine hat er natürlich genug, sich hier nochmal ins Match reinzuhängen, Chen Xibin. Zuletzt aber auch leichte Verletzungsprobleme gehabt. Und Renzau ist ja auf jeden Fall Erster, zielt als Erster in die Playoff-Runde ein. Von daher war auch die Frage, ob dem Tabellenführer nicht vielleicht der letzte Biss fehlen würde vor diesem Spiel. In dem Doppel hat es nicht den Anschein. Und die Grenzau wissen natürlich ganz genau, es kann sehr, sehr gut sein, dass es in zwei Wochen schon wieder gegen Grenzau geht. Gegen Ochsenhausen geht natürlich. Wenn die Ochsenhausener Vierter würden, dann müssen sie gegen Jülich spielen im Viertelfinale. Wenn sie sich da durchsetzen, ginge es im Halbfinale erneut gegen Grenzau, den Tabellenersten. Erneut ein tödlicher Netzroller. Smirnov wird sich auch denken, davon habe ich jetzt eigentlich genug gehabt. Aber sowas kann den Gegner natürlich dann irgendwann auch das Genick brechen. Selbst wenn die Spitzenspieler in der Bundesliga das längst nicht so ernst und so verbissen sehen mit den Netz- und Kantenbällen wie manch ein Spieler in der Kreisklasse. Voll durchgezogen von Alexei Smirnov, der auf einem guten Weg ist, seine Mannschaft im Spiel zu halten, auf 2:3 zu verkürzen in Grenzau. Sehr gut verteilt die Bälle von Smirnov und diesen Sieg, den hat Ochsenhausen auch bitter nötig, denn wenn ich kurz an den Nebentisch schaue, da steht Adrian Krisan, der Rumäne von Ochsenhausen, vor seiner ersten Niederlage im hinteren Parkkreuz in dieser Saison, liegt gegen den Polen Lucian Blaszczyk mit 0:2 zurück nach Sätzen. Wenn vielleicht einige Experten sagen, wieso, Moment, Krisan hat schon zwei Spiele verloren in dieser Saison, das stimmt, aber das war, als er ins Spitzenparkkreuz aufrücken musste. Hinten noch ungeschlagen. Aber zurück zu dieser Partie. 9:7. 7:9 aus Sicht des aufsteigenden Chen Xibin. Muss jetzt punkten, um noch im Match zu bleiben, aber das hat nicht den Anschein. Psychologisch war das natürlich auch ganz, ganz schlecht für ihn, wie der zweite Satz zu Ende gegangen ist mit diesen beiden Netzrollern für Smirnov. Jetzt profitiert Chen ausnahmsweise mal von Netzglück.
immer noch zwei Matchbälle für seinen russischen Kontrahenten. Und diese Chance kann Alexej Smirnov nutzen, entschuldigt sich nochmal bei seinem Gegner, weiß, dass er ein bisschen viel Glück gehabt hat in dieser Partie. Unerwartet klares 3:0 für den Russen gegen den Chinesen. Und Smirnov verkürzt für Ochsenhausen auf 2:3. Und während die Slow-Mo läuft und ich das sage, sollten wir Leberegie möglichst schnell auf den Nebentisch wechseln. Denn da geht das letzte Einzel der ersten Einzelrunde auch schon in die Endphase. Ich habe es gerade angedeutet. Adrian Kriesmann fängt C, hat er mit 0:3 verloren und jetzt liegt er mit 0:2 zurück nach Sätzen bereits gegen Kalinikos Krianga. Kriegt heute so richtig keinen Fuß auf den Boden, Mauwenge. Dieser Satz jetzt die letzte Chance für den 34-Jährigen, doch nochmal zurückzukommen. 6:2 im dritten Durchgang. Das war natürlich dann aus Sicht von Mauwenge ein sehr unglücklich verlorener Ballwechsel. Psychologisch sicherlich nicht gerade optimal für ihn in dieser Situation. Und der Fehler folgt auf dem Fuße. 34 Jahre alt. Früher Stammspieler in der chinesischen Nationalmannschaft. Zweimal Weltmeister mit China, 95 und 97, Mauwenge. Aber heute, das ist nicht sein Tag. Und ich denke, Krianga wird das routiniert zu Ende spielen. Und nun hat der Vize-Europameister aus Griechenland 4 Matchbälle. Den hätte er gerne gemacht, Krianga. Das wäre ein schöner Abschluss gewesen. Aber das gelingt nicht. Aber es war ohnehin nur eine Frage der Zeit. Also Mauwenge heute völlig neben der Spur. 2:0-3 Niederlagen für die Nummer 1 des TTC Grenzau. Und er, Kalinikos Krianga, verkürzt aus Sicht der Gäste aus Ochsenhausen aus 3:4. Der erste Punkt für Feng Shi im fünften Satz im alles Entscheidenden. Und das bei einer 4:3 Führung für Grenzau gegen Ochsenhausen. Es geht also so allmählich in die Entscheidung. Grenzau könnte sich mit einem Sieg von Korbel schon zumindest ein Unentschieden sichern. Feng Shi in einer psychologisch eigentlich günstigen Situation, als er den dritten Satz gewann, mit 2:1 in Führung ging. Aber Korbel schlug zurück, gewann Durchgang Nummer 4 ganz, ganz klar mit 11:3. Toller Ballwechsel mit dem besseren Ende für den EM-Dritten von Bremen von vor 2 Jahren. Patrick Korbel, 30 Jahre alt. Seit vielen, vielen Jahren die Nummer 1 der Tschechischen Republik.